Ja, es ist das Match um den World Championship und um den WWE Championship zwischen Stone Cold Steve Austin und Chris Jericho. Ja, The Rock und Kurt Angle haben eingegriffen, dadurch, dass es zwei Matches heute gab. Und zwar, warte, okay. Das erste Match hieß Kurt Angle gegen Stone Cold Steve Austin um den WWE Championship. Dort gewann Stone Cold Steve Austin und dann war das zweite Match um den World Championship zwischen Chris Jericho und The Rock. Und der Gewinner von dem Matches tritt jetzt gerade hier an. Und zwar Chris Jericho hat sich den World Title geholt. Jedoch muss er jetzt gegen Stone Cold Steve Austin. Ja, und wie schon gesagt, eben vor dem Match wurde Stone Cold Steve Austin mit einem Stuhl von Kurt Angle angegriffen, bevor das Match gestartet hat. Ansonsten wäre es eine Disqualifikation. Und dann kam The Rock mit seiner Rock Bottom gegen Chris Jericho an. Das bedeutet ausgeglichen und also nicht ganz ausgeglichen, aber ich dachte gerade, er macht ein Pedigree. Ich eben so, what? Ja, gut, habe ich gesagt. Okay. Trifft Jericho mit einem Stunner im Ring. Ja, das ist jetzt erstmal kein Problem, aber jedoch, der wird dann aus meinem Pin rauskommen. Oh. Jedoch, das ist ein Problem, denn er hat gerade mein Signature abgewehrt. Aber okay. Macht ja nichts. Und er hat schon wieder was abgewehrt. Das gibt's ja gar nicht. Nein, kein Suplex. Aua. Nein. Oh. Aber immerhin kommt nicht als erstes füge Schaden zu, bla bla bla. Ne? Mann. Komm schon, ne? Naja, jetzt wehre ich nichts ab, wenn die Leiste fast voll ist. Okay, jetzt kann ich wieder abwehren, okay. So, jetzt wird er auch erstmal nichts mehr abwehren, dadurch, dass er ja seine Leiste aufladen wird. Schnell. Zu spät. Okay. Reicht aber vielleicht noch. Was war so klar? Wie kann er eigentlich eben drei gehabt haben? Okay, so zack. Neckbreaker. Ihn aufstehen lassen. Und Signature. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War ein geladener Finisher. Trifft Jericho mit einem Stunner im Ring. Ah, füllt. Nein. Jetzt wollte ich gucken, ob ich es schaffe. Oh nein. Nein, 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 nein. 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 Genau. Genau. Nein, 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 nein. Oh, danke. Ich bin rausgekommen. Manchmal mache ich schon riskante Sachen. Immer so versuchen abzuwehren und dann funktioniert's nicht. Das ist immer das Beste an den ganzen Sachen. No, geh mir doch nicht auf die Nerven. Was macht denn der jetzt? Geht er wieder aufs oberste Seil oder was? Nee, der springt. Nee, doch nicht, okay. Zack. No, natürlich wehrt er jetzt wieder ab. Mann! Oh, wir jetzt aber auch. Oh, leck mich. 1, 2, 3. So, Jericho blutet. Schöne Haare hat auf jeden Fall, so blond-rot. Oh, okay, jetzt abwehren und dann kann er erstmal nicht mehr abwehren. Bis sein Charakter es automatisch macht, aber okay. Oh, oder man kann mich auch pinnen, dadurch Zeit sparen, aber es wird nicht lange dauern. Zack. Und zack, und zack. Schnell, 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 schnell. Oh, Alter. Oh, zum Glück hat er nicht abgewehrt, ey, sonst wären wir jetzt ein bisschen am Arsch. Komm, komm.
Ja, okay, doch noch nicht. Bitte warten, bis ich aufgefüllt habe. Gut, ich habe aufgefüllt. Jetzt kannst du kommen. Und das war so klar. Und dafür wehre ich jetzt nicht ab. Aber gleich. Warten wir jetzt. Nein! Nein! Scheiße, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Nein! Ich wusste es doch. Hallo? Schneller. Oh, gut, wir können unseren Signature nicht machen, ohne dass er ihn abwehren kann. Mein Computer geht ständig aus. Jetzt aber, zack, jetzt wird er gleich wieder irgendwas abwehren. Am besten mein Signature. Nein, er tut's nicht. Welch Wunder. Das war klar, nämlich. Jetzt können wir gleich den Stunner machen, wenn wir abwehren. Wir wehren ab. Das ist gut. Okay, jetzt schnell. Taunten, 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 taunten. Lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Okay, jetzt. Heb ihn hoch, schnell. Abfliegt. Das wäre Jericho per Irish Whip gegen den Ringpfosten. Gut, da musst du mal mit rauskommen. Hey Jericho. Reicht das schon? Ja. Bouncing off the steel ring post. Oh no, look at Steve Austin. He's exposing that concrete floor. Oh, this is gonna be bad. Referee trying to reason with Austin. Good luck with that. Austin now. And Jericho fighting back. And Jericho, the right hand, takes down the rattlesnake. Yeah, the rattlesnake landing on the concrete. Hard. Oh no, watch out. Now the announce table. Jericho knows desperate times. Call for desperate measures. And Jericho placing Austin on the announce table. Well, JR, look out. This is going to be real bad. This is no man's land. Oh, Jericho got the suplex Stone Cold, but wait. Austin hard shots to the ribs, countering Jericho. Austin with a hard right hand. There's a boot, but he's caught. Countered. Jericho. Walls of Jericho. Fieck. Jericho going for the walls of Jericho, but Austin's got. Oh, look at this, JR. Austin's leg strength, and he counters. Jericho hits a concrete floor. Austin now back. May have the advantage. Does have the advantage. But he's got to get him back in the ring. Austin thinking suplex. Kreuz. Splat. That's what I heard. Body against concrete. Splat. Austin with the advantage. Und wie der Ringrichter auch nicht zählt, so weißt du. Ja, greif ihn halt nicht an. Mann, ey. Alter, wie viel Schaden müssen wir dem denn zufügen? Ja, ich gehe schon in den Ring. Break the wall down. Break down the walls. Ja. Das ist jetzt mein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Komm doch, Reh, komm doch. Kim, 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 Kim. Was? Du. Ach so, free. Ich dachte, jetzt mache ich den Signature am Schiri. Das wäre noch so typisch gewesen für das Spiel. Gut, er wehrt ab. Das ist jetzt eigentlich nicht so gut, weil er hat einen Signature. Den ich natürlich nicht abwehr. Und bitte jetzt kein Finisher, ey. Also zumindest nicht diesen komischen Walls of Jericho. Ne, wie heißt der? Oh, danke, dass du pinnst. Vielleicht doch nicht so danke, aber ich bin rausgekommen. Nein, kein Codebreaker oder. Nein! Warum kann er den auch. Pff,
Verpiss dich! Mann, sowas geht mir auf die Nerven. Jericho in the ropes. Whoa! Austin ducks and Jericho head first into the referee. Referee is wiped out here at Vengeance. The crowd here in San Diego absolutely going livid. Austin knocks down Jericho. Good place for Jericho in this matchup. What a low blow. Yeah, but there's no referee to see it. What is that, JR? Oh, it's a half-ass stunner by Jericho. Jericho at least took Austin down there. Mr. McMahon calling in another referee. The first referee is down, and he wants somebody in there to count Austin's shoulders out. Oh, my gosh! No, that's not Ric Flair. What is Flair doing here? Flair's not got any business here. And now Vince sending Flair into the ring post. Oh, man, JR, this is really broken down. That steel ring post, very unforgiving. Oh! And now Austin returns the favor with a low blow on Jericho. Oh, don't ever mess with a rattlesnake. Mr. McMahon in harm's way, and Austin is stumping a mud hole in the chairman and walking it dry. So, reicht es jetzt? Trifft Jericho mit einem Luther's Press? Das habe ich eben gemacht. Man, oh man, what a dominating slam. Ja, du kannst mich mal. Und der hat schon wieder ein Signature. Das gibt's einfach nicht. Dieser Typ. Ja, das war sein Signature. Ja. Danke. Gott muss mich mögen, Alter. Puh. Führer in Angriff schon wieder, oder was? Habe ich das nicht gerade eben schon getan? Oh, JR, this action is fast and furious. Look out! Well, King is for the undisputed title. Steve Austin, Stone Cold, Chris Jericho, looking for a dropkick. And now Austin reverses into his version of the Walls of Jericho, a modified Boston Crab applied by Austin. I think Jericho's going to have to tap out. Jericho just tapped. He's tapping like a drunk man. Where's the referee? No referee. Wait a minute. Booker T. Booker T. What the hell? Oh, my God. Booker T with a drive-by, using the championship as a weapon, nailing Austin in the back of the head. Booker T doesn't even work here. What's he doing here? Look at this. Booker T should be arrested. Now Vince McMahon hobbling around over there, surveying the situation. He's going to get the referee back in the ring. Austin looks to be unconscious. Is Jericho going to win the undisputed title this way? Are you kidding me? There's a two. This cannot happen. No. Three. For God's sakes. I cannot believe this travesty. Look at McMahon. He's loving this. Oh, he's laughing like a pet coon. He's pet coon goofiest McMahon. He's so happy. He's so happy Austin got screwed because Austin had this match won. Yeah, but JR, you've got to know this Booker T showing up out of nowhere. That had to be a master plan of that man, Vince McMahon. It's all worked to perfection for him. Collusion, I say. Collusion. Jericho now a real made man. The first ever undisputed champion. Ich sag nur, wer will, wer hat noch nicht.